Elektro Steinweber, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hämatlenzen in Dorfen. Am unsinnigen Donnerstag zogen die Hämatlenzen lautstark gekleidet in ihrem Nachthemd und den Zipfelmützen durch die Straßen von Dorfen. Wir waren für Sie bei diesem traditionellen Umzug mit dabei. Am unsinnigen Donnerstag zogen die Hämatlenzen gekleidet in Nachthemd und Zipfelmütze lautstark durch die Straßen von Dorfen. Der Brauch der Hämatlenzen reicht bereits ins 19. Jahrhundert zurück, wie im Dorfner Heimatbuch berichtet wird. Allerdings ist der genaue Ursprung des Brauchs unbekannt. Heitere Stimmung herrschte bei der KG Dorfen bereits am frühen Morgen beim traditionellen Weißwurstfrühstück. Dort war auch das Prinzenpaar mit dabei. So, Gaudi gibt's ein Gott in der Hämatlenzen stolz! Prost, Prost, Prost. Der Fasching war für uns ganz toll. Also wir haben ganz viel Spaß gehabt. Und ich finde schade, dass es jetzt bald um mich ist. Und jetzt ein Highlight jagt ja das nächste. Heute zum Beispiel am unsinnigen Donnerstag. Ihr habt euch ja schon richtig in Schale geworfen. Was macht denn der Hämatlenz für euch aus? Hämatlenz ist Dorfner Tradition. War schon immer dabei, macht Spaß. Und ihr dürft ja heute auch, glaube ich, irgendwie von der Lorte übersteigen, oder? Haben wir da leicht Höhenangst oder geht das? Also ich habe schon leichte Höhenangst, aber wir schaffen das. Weiter ging es mit dem Empfang im Rathaus, zu dem Bürgermeister Heinz Grundner ebenfalls zu einer kleinen Stärkung geladen hatte. Ich bin seit meiner Kindheit mit dabei am unsinnigen Donnerstag, wenn der Hämatlenzenumzug durchgeführt wird. Also ich bin begeisterter Hämatlenz und genieße den Tag auch wirklich ganz besonders. Was macht denn für Sie persönlich den Hämatlenzen eigentlich aus? Ja, eigentlich ist es unser Dorfner Nationalfeiertag. Eine Einmaligkeit in ganz Bayern, vermutlich auch in ganz Deutschland. Und es ist schon was ganz Besonderes, wenn wir da den Winter austreiben dürfen. Heute geht es ja mehr um das Vertreiben vom schlechten Wetter. Und es ist schon ganz was Besonderes, wenn die ganze Stadt auf die Beine ist, wenn die ganze Stadt miteinander feiert. Die Teilnehmer des Umzugs trafen sich um 10 Uhr in der Erdinger Straße, um sich zu einem Zug zu formieren. Angeführt von der Stadtkapelle bewegte sich der Zug über den Johannesplatz und den Kirchtorplatz zum unteren Markt. Einer der ältesten Hämatlenzen, der heute mit hier in Dorfen ist. Und Sie haben ja mit Sicherheit schon viele Hämatlenzen-Umzüge mitgemacht. Was macht denn für Sie der Hämatlenz aus? Als geborener Dorfner ist es Tradition, dass man da mitmacht. Das gehört dazu. Wie würden Sie denn sagen, hat sich der Hämatlenz im Laufe der Jahre entwickelt? Narisch verändert. Früher haben wir noch Männer mitgedürfen und dann war das Faschingspaar Eber, Schorsch und Meindl-Lissi. Und da sind auch dann das erste Mal die weiblichen Teilnehmer aufgetaucht. Was gehört denn zum traditionellen Hämatlenzen-Outfit alles dazu? Was muss man da anziehen? Eine weiße Unterhosen und ein weißes Hemd. Das ist wichtig. Man muss sich natürlich warm anziehen, weil manchmal ist es auch kalt gewesen. Ich bin schon mal mitgegangen, da hat es 20 Grad Kälte gehabt. In der Turmstube des unteren Tores wartete das Prinzenpaar, das über eine Leiter vom Turm herabstieg und sich an die Spitze des Zuges stellte. Gemeinsam zog der Zug weiter in Richtung Rathausplatz. Am Rathausplatz okkupierten die Lenzen das Rathaus und ließen den Bürgermeister mit einer Leiter aus dem ersten Stock absteigen. Für Faschingspräsident Martin Pommer von der KG Dorfen war es ein perfekter Hämatlenzentag in Dorfen. Ja, es ist super, ich bin sehr zufrieden. Das Wetter spielt mit, die Leute sind gut drauf, also besser geht es eigentlich gar nicht. Was macht denn für dich persönlich den Hämatlenzen-Umzug so besonders? Weil man, das ist ja bei euch wirklich eine ganz große Tradition. Ja, was macht es für mich so besonders? Einfach die Stimmung, dass die Leute gut drauf sind, alle gehen mit, alle feiern, alle sind gut drauf und zum Schluss, ja klar, treiben wir endlich den Winter aus, das ist natürlich ganz was Besonderes. Liebe
liebe Zuschauer, der Höhepunkt hier beim Heimatlenzen-Umzug ist gerade erreicht. In der Stadt der Heimatlenzen. So ein humanen Gaudi glänzen. So ein Gaudi gibt's ja gerade. In der Heimatlenzen-Stadt. Von dort aus ging es weiter in die Bäckergasse und über die Brandstadtgasse zum unteren Markt. Abschließend zog der Umzug zum Marienplatz, wo der Höhepunkt des Zuges stattfand. Eine Heimatlenzen-Stoffpuppe wurde auf einen Galgen gezogen und unter tosendem Jubel verbrannt. In der Stadt der Heimatlenzen soll man Gaudiglänzen. Hurra! Die Veranstaltung endete um 14.30 Uhr im Außenbereich. Der Heimatlenzen-Umzug in Dorfen ist ein traditionsreicher Brauch, der jedes Jahr zahlreiche Besucher anlockte und auch in diesem Jahr wieder für fröhliche Stimmung in der Stadt sorgte. Traditionelle Heimatlenzen-Umzug hier in Dorfen war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher, ausgelassene Stimmung, also besser geht's ja gar nicht. Und damit verabschieden wir uns jetzt für heute aus Dorfen. Wir bleiben aber auch noch im Fasching weiterhin für Sie mit dabei. Also bleiben Sie gespannt, schauen Sie vorbei. Bis dahin alles Gute, Ihre Nicola Koska. Haben Sie sich im Beitrag entdeckt? Wir wünschen Ihnen viel Spaß im Fasching. Elektro Steinweber.